Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormike. Den Hang, den ihr hinter mir seht, den habe ich im letzten Video angelegt und habe bereits das Vlies verlegt, eine Treppe eingebaut und die Vorbereitung für die Bewässerung getroffen. Die Ventilboxen sind verbaut und die Anschlussleitungen liegen bereits. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Bewässerung für die Pflanzen hier am Hang anlege. Das Ganze mit einem Tropfrohr von Rainbird mit entsprechenden Adaptern von Gardena, PE-Leitung und so weiter. Zusätzlich werde ich den Hang stabilisieren mit diesen tollen Teilen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ich das mache, dann bleibt dran, gleich geht's los. Im ersten Teil des Projektes habe ich euch ja gezeigt, wie ich den Hang begradigt habe, wie ich das Vlies aufgelegt habe und vor allen Dingen, wie ich schon die Zuläufe der Wasserversorgung hergestellt habe. Ihr seht hier die erste Ventilbox. Die Wasserversorgung kommt von oberhalb durch den Rasen hindurch. Ich habe eine Weiterleitung an die zweite Ventilbox. Ich habe einen Durchgang für die Bewässerung hier am Hang. Die werde ich heute anschließen. Und ein dritter Abgang läuft unterhalb der Gabionmauer und kommt auf der Unterseite wieder raus. Das hatte ich vor Jahren, als ich diese Mauer angelegt habe, bereits vorbereitet. Übrigens, den Bau der Gabionmauer, den verlinke ich euch oben im Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne sehen, wie ich hier über 28 Tonnen an Stein verbaut habe. Die Pflanzen sind bereits gut angewachsen. Die Zuleitung für die zweite Ventilbox steht hier. Ich habe zwei weitere Körbe aufgebaut. Der eine ist bepflanzt worden, der andere schützt die obere Ventilbox vor einem Abgang des Hangs. Auch hier habe ich zwei Ventile verbaut. Das eine Ventil steuert später einmal diese Heckenbewässerung. Das dritte Ventil, dieses hier, steuert die Bewässerung der Hochbeete. Und ich habe ein freiliegendes Ventil mit einem einfachen Schieber. Das endet im Moment an diesem PE-Rohr. Hier möchte ich später mal eine Wassersäule aufbauen, an der einfach nur der Wasserschlauch angeschlossen werden kann. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gebaut habe, wie ich diese Ventilboxen zusammengesetzt habe, dann schaut mal oben in die Ecke auf das i. Dort verlinke ich euch das Video. Dort könnt ihr nachschauen, wie ich das im ersten Teil gemacht habe. Heute geht es aber um die Bewässerung hier am Hang. Ich werde Rainbird-Tropfrohr verbauen mit PE-Rohr mit Verbindern von Gardena. Doch bevor ich das Ganze hier verlege, zeige ich euch erstmal, was ich davor habe und welche Bauteile ich verwende. Wie habe ich mir das gedacht? Wie soll die Bewässerung bewerkstelligt werden? Ich werde oberhalb des Hanges mit einem PE-Rohr zunächst eine Hauptversorgungsleitung legen. Von meiner Ventilbox beginnend wird ein PE-Rohr nach rechts und nach links abgehen bis zum jeweiligen Ende des Hanges. Dort, wo sich unterhalb des PE-Rohrs die Pflanzen befinden, werde ich einen Abgang bauen, von welchem dann das Tropfrohr angeschlossen wird, um die Pflanzen zu bewässern. Für das PE-Rohr, für die Verbindung, verwende ich sehr gern die Fittings von Gardena, das wisst ihr. Ich habe hier einmal zwei Beispiele mitgebracht. Die Variante Nummer 1 hat an den Seiten die jeweiligen PE25 Öffnungen und einen 3/4 Innenanschluss oder die Variante mit drei Anschlüssen. Der Unterschied liegt nun darin, dass wenn das Rohr relativ nah an der Pflanze ist, kann ich direkt hier schon mit meinem Tropfschlauch anschließen. Wenn das Ganze etwas weiter entfernt ist, kann ich PE links, PE rechts und nach unten weg nochmal mit PE-Rohr weitergehen, um das Ganze mit einem höheren Wasserdurchlauf zu versorgen. Der Anschluss dieser Fittings von Gardena ist unglaublich einfach. Eine halbe Umdrehung öffnen, PE-Rohr nehmen, so wie es ist, reinstecken, nachschieben, halbe Umdrehung zum Schließen. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel, halbe Umdrehung zum Öffnen, Rohr einfügen, nachschieben, schließen. Das hält. So wird entsprechend die Pipeline nun am Hang verbaut. Nach unten hin soll nun das Tropfrohr angeschlossen werden. Hierfür brauche ich einen speziellen Adapter, einen speziellen Anschluss. Und auch dafür gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, direkt mit einem entsprechenden Adapter weiterzugehen. Es gibt zum Beispiel diese Muffen, diese Verbinder, die ein 3/4 Zoll Außengewinde haben, 3/4 Zoll Innengewinde. Das Ganze kann direkt verschraubt werden. Handfest bis zum Anschlag rein und dann kann ich an der Stelle schon weitermachen mit dem Bohr.
Mein Ziel ist es jedoch, den Tropfschlauch nicht nur einfach längs an der Pflanze liegen zu lassen, sondern um die Pflanze herumzulegen. Aus dem Grund bietet sich's an, das Ganze über ein entsprechendes T-Stück zu verbauen. Ich habe hier nun die Möglichkeit, entweder über den Abgang zu gehen, ein Stück Tropfschlauch einzubauen, hier nochmal ein entsprechendes T-Stück einzubauen und von hier aus mit einem Stück vom Tropfrohr eine Schlaufe zu legen, die hier beginnt, einmal herum und hier wieder endet. Das Wasser kommt über die Pipeline, wird hier über den Kreis nach außen in die Pflanze abgegeben und funktioniert. Die Möglichkeit Nummer zwei wäre, wenn der Platz nicht ausreicht oder die Pflanze bereits relativ nah am T-Stück dran ist, dass ich dieses T-Stück direkt mit dem Gardena-Fitting verbinde. Auch das funktioniert, da wir hier ein 3/4 Zoll Außengewinde haben. Ich kann es direkt handfest bis zum Anschlag einschrauben und könnte auch hier wieder den Kreis mit dem Tropfrohr direkt verlegen. Ihr seht also, die Möglichkeiten sind unglaublich flexibel, die ich hier habe. Weiterhin kann ich, wenn mein Ventil nicht funktioniert oder ich eine zusätzliche Absperrung benötige, auch meine kleinen Wasserschieber, Wasserhähne direkt mit einbauen. Denn auch hier 3/4 Zoll Gewinde. Ich könnte zum Beispiel den PE, das Tropfrohr, den Rainbird Tropfrohr, das Rainbird Tropfrohr direkt am Wasserhahn anschließen, das Ganze öffnen und schließen. Auch das würde funktionieren. Was wäre nun die Möglichkeit, wenn sich das Tropfrohr am Ende der PE-Leitung befindet? Also wenn ich jetzt hier kein T-Stück mehr setzen möchte, sondern wirklich direkt am Ende die Pflanze, die letzte Pflanze bewässern möchte. Auch hierfür sehe ich zwei Möglichkeiten, und zwar mit diesen Endstücken. Ich habe hier die 1 Zoll Variante bzw. die 3/4 Zoll Variante. Halbe Umdrehung zum Öffnen, aufschieben, nachstecken, halbe Umdrehung zum Schließen. Das Ganze hält wunderbar fest. Nun kann ich mit einem Verbindungsstück, mit einem Anschlussstück direkt in die 3/4 Zoll Innengewindeöffnung hineingehen und von hier nun auch wieder direkt den Tropfschlauch anschließen, um das Ganze zu bewässern, wenn ich das Ganze eben nicht mit einer Stichleitung machen möchte, sondern zum Beispiel direkt den Kreis legen möchte, wäre auch das die Option. Das wäre übrigens auch das Bild, wenn ich über das T-Stück von der Pipeline die Wasserversorgung ein wenig mehr nach unten schieben will, bevor der Tropfschlauch beginnt. Um das 3/4-Stück zu verwenden, benötigt ihr an der Stelle einfach noch ein Fitting, einen Adapter, um zum Beispiel das Ganze von 3/4 Zoll auf 1 Zoll zu bekommen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das benutze ich zwischendurch immer mit meinem Wasserhahn, um das Ganze herunter zu bekommen. Alles das, was ihr hier seht, verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Schaut euch das in Ruhe an. Mein Tipp, wenn ihr das nachbauen wollt, legt euch wirklich einen Zettel an die Seite, macht euch Notizen, zählt genau ab, was ihr braucht, lieber noch eins in Reserve bestellt. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr mitten in der Bauphase seid und stellt fest, ein einziger Übergang, ein Fitting fehlt. Was ich hier noch habe, ist das Endstück für den Tropfrohr. Das kann direkt angeschlossen werden, am Ende dann. Alternativ kann das Rohr auch einfach geknickt werden und mit einem massiven Kabelbinder gebunden werden. Auch das funktioniert, habe ich häufig schon so gesehen. Eine weitere Möglichkeit, das Tropfrohr untereinander zu verbinden, sind diese Verbinder. Diese Fittings gibt es vorgepresst, habe ich bereits verwendet bei meinem Perlschlauch und dort reichen sie absolut aus, denn der Perlschlauch wird ja vom Druckminderer extrem der Wasserdruck herunterreguliert, so dass das Risiko, dass der Schlauch platzt oder die Fittinge herausreißen, extrem niedrig ist. Hier gehe ich aber mit 4 Bar auf die Leitung drauf. Ich habe keinen Druckminderer, denn mit diesen Fitting brauche ich das nicht, das hält wirklich bombenfest. Verbaue ich das Ganze hingegen mit diesen
Klemmverbindern, die einfach nur hineingesteckt werden, dann wird eins passieren, spätestens wenn es warm wird und die Oberfläche ein wenig weicher wird, dann wird bei 4 bar Wasserdruck das Ganze einfach auseinanderplatzen und dann habt ihr die große Wassermisere. Und das Schlimme ist, wenn das Ganze unter dem Kies liegt oder vielleicht sogar in der Erde verlegt worden ist, man findet den Fehler einfach nicht. Man merkt nur, dass die Wasseruhr sich dreht, aber eben kein Wasser am Ende des Schlauches mehr ankommt. Hierfür habe ich 2 Lösungen gefunden. Die Lösung Nummer 1 lautet, das Ganze bis zum Anschlag hineinstecken und am Ende, wenn das Ganze dann praktisch so tief im Rohr drin ist, nochmal mit einem Kabelbinder das richtig festzurren. Das hilft auf jeden Fall. Und was auch hilft, ist bei der Verwendung von Magnetventilen. Ich nutze ja sehr gerne diese Handerventile. Habt ihr hier eine Durchflussregulierung, dieser zweite. Und wenn ich die zudrehe, und am Ende vielleicht noch eine halbe Umdrehung öffnen, dann kommt hier nur noch sehr, sehr wenig Wasser heraus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um den Druck von der Leitung zu nehmen. Der Wasserfluss reicht auf jeden Fall, um irgendwo noch 10 Meter zu versorgen. Das habe ich in meinem Hochbeet schon ausprobiert. Und ihr lauft kein Risiko, keine Gefahr, dass diese Fittings herausfallen. Warum zeige ich euch die überhaupt? Ganz klar, die Teile kosten eben das Dreifache, Vierfache von diesen. Die gibt es im Set irgendwo für knapp 5, 6 Euro. Hier zahlt ihr schon den gleichen Preis für nur einen Verbinder. Zum Schluss noch ganz kurz erklärt, wie verbinde ich einen solchen Fitting mit dem Tropfrohr. Ihr habt es jetzt im Laufe meiner Vorstellung schon gesehen. Das Ganze hat eine Schraubverbindung und in der Mitte gibt es diese kleinen grünen Adapter. Dieser Adapter hat einen Widerhaken, einen Ring, an der Ende eine Abdichtung. Das Ganze muss nun bis zum Anschlag hineingeschoben werden. Das schaut dann so aus. Wichtig ist, beachtet darauf, dass das Ganze nicht in der Nähe des Tropfers passiert, denn hier wird der Platz nicht mehr ausreichen. Wenn ich das jetzt reinschiebe, ist der Tropfer schon im Weg. Im Zweifelsfall das Rohr einfach ein bisschen länger abschneiden, damit ihr das wieder ordentlich verbinden könnt. Der Überwurf sollte nicht wie ich jetzt im Nachhinein, sondern bereits vorher auf das Rohr aufgebracht werden. Dann habt ihr euren Anschluss, steckt das Ganze bis zum Anschlag rein und verschraubt den Überwurf handfest. Und auch hier kann ich das Ganze nicht mehr auseinanderziehen. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze soweit nachvollziehen. Ihr versteht, wie man das Ganze anschließt, welches System ich hier verwenden werde. Gleich zeige ich euch, wie ich das in der Praxis an meinem Hang umsetze. Wenn ihr dennoch Fragen an mich habt, nur zu, da freue ich mich riesig drauf. Schreibt mir unten in die Kommentarspalte einfach, was ihr von mir wissen wollt. Oder gebt mir einfach mal einen Tipp, wie ihr das Ganze umgesetzt habt. Würde ich mich riesig drüber freuen. Die Materialien, wie eben schon gesagt, findet ihr verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir an der Stelle einmal dabei sind, ein wenig Eigenwerbung, gefällt euch mein Video? Dann klickt unten einfach mal auf den Gefällt mir-Button, gebt mir den Daumen nach oben und falls noch nicht passiert, abonniert meinen Kanal, denn neben diesem Video findet ihr hier viele weitere Videos. Sobald ein neues Video kommt, kriegt ihr das automatisch angezeigt. Vielen Dank an der Stelle und nun geht's weiter.
Bevor ich nun das Wabenvlies aufbringe, das ja später den Kies halten soll, werde ich natürlich die Anlage zuvor testen müssen. Sind alle Verbindungen dicht? Gibt es irgendwo Wasser, was an Stellen austritt, wo es nicht austreten soll, und tropft es auch an den richtigen Stellen heraus? Dazu werde ich jetzt einfach das Magnetventil von Hand öffnen. Das Ventil für diesen Hang ist ja dieses hier. Die Kabel habe ich im Moment noch nicht angeschlossen. Die könnte ich dann später direkt an meinem Bewässerungscomputer, entweder an meinem Hunter X-Core oder später dann an meinem Hydra-Weiß anschließen. Für die manuelle Öffnung mache ich einfach eine halbe Umdrehung. Ihr seht, es kommt Druck auf die Anlage, es rauscht, es zischt, das Wasser wird herausgepresst und irgendwo ist etwas geplatzt. Da habe ich bereits die erste undichte Stelle, die werde ich zunächst reparieren und dann kommt der zweite Test. Auch das passiert, auch das gehört auf jeden Fall dazu. Lieber jetzt den Schaden entdeckt als später. Mein Fehler war es, dass ich diese Schraubverbindung nicht zugedreht habe. Die halbe Umdrehung war noch offen gewesen. Das Rohr hat es ein wenig zurückgedrückt und dadurch kam dann hier der Wasserdruck durch. Das Wasser ist herausgespritzt. Jetzt läuft das Wasser aktuell wieder und ihr seht, es spritzt nichts aus Stellen, wo es nicht hingehört. Idealerweise sollte es nun aber aus den Löchern ganz leicht hervortropfen. Ich bin hier am äußersten Rand auf der südlichen Seite des Hanges und wenn ich jetzt mit dem Finger einfach mal das Loch zuhalte, merke ich direkt einen Widerstand. Dieser Schlauch ist selbstregulierend, das ist eine tolle Sache. Der Druck am Ende ist der gleiche wie am Anfang. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwo am Ende hin kein Wasser mehr ankommt, beziehungsweise nicht genügend Wasser ankommt. Auch hier schaut es gut aus. Hier ebenfalls, hier sieht man, wie das Wasser tropft. Das Schutzvlies, was ich aufgebracht habe, lässt das Wasser im Moment noch abperlen. Das dauert ein paar Tage. Im Regen bzw. in der Sonne und dann wird dieser Film, das sieht man hier sehr schön, dieser Lotus-Effekt, der lässt nach und nach danach und das Vlies wird wasserdurchlässig. Das bedeutet, die Pflanzen bekommen das Wasser, den Regen von oben, aber das Wasser aus der Erde verdunstet nicht mehr so schnell und bei meinem Beet, was ich vor ein paar Tagen auf der anderen Seite angelegt habe, habe ich direkt nach ein paar Tagen schon den positiven Effekt bemerkt, dass unsere Pflanzen deutlich besser wachsen, deutlich energischer wachsen als vorher. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier oben habe ich noch eine Stelle, wo relativ viel Wasser steht. Allerdings kommt dieses Wasser vom Tropfer, der sich hier befindet, ist hier rübergelaufen. Hier ist alles trocken. Ich bin durchaus zufrieden. Ich werde nun das Wabenvlies aufbringen. Und das ist dieses hier. Ein ähnliches Vlies habe ich bereits an meinem Gabionhang auf dieser Seite verbaut. Das Ziel ist es, durch das steile Gefälle den Kies und die Steine daran zu hindern, dass sie einfach nach unten wegrutschen. Aus diesem Grund baue ich dieses Vlies ein. Das ist flexibel, das wird gestaucht, gestreckt. Dieses Vlies kommt auf die Bewässerungsrohre und auf das andere Vlies von oben drauf. Die Pflanzen werde ich ausschneiden. Das Ganze wird schön straff gespannt, dass sich dann diese Öffnung ergeben. Und dieser Bereich wird später komplett mit Kies aufgefüllt, ist danach selbsttragend. Selbst mit einem PKW könnte ich dann darüber fahren, ohne dass das Ganze in irgendeine Richtung abrutscht oder ja, wegrutscht. Die südöstliche Seite des Hanges, die ist fertig. Ich habe den Kies auf das Wabenvlies aufgebracht, hineingeschüttet, hineingerieben und das Ganze wird jetzt durch den Regen noch ein wenig sich setzen und absacken, aber unter dem Strich werde ich hier noch einmal auffüllen und dann ist das Ganze fertig.
Auf der anderen Seite ist das Ganze vorbereitet. Hier könnt ihr euch das Ganze mal aus der Nähe ansehen. Ich habe hier dieses Strukturvlies, das ist wirklich relativ robust. Bei der Verlegung macht es sich aber gar nicht so schwierig, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. An den Rändern habe ich entsprechende Haken gesetzt, beziehungsweise meine Frau hat das gemacht mit meiner jüngsten Tochter. Und dann wird an den Stellen, wo die Pflanzen sind, das Ganze mit einer robusten Schere ausgeschnitten und danach Stück für Stück befestigt. Eine Woche haben wir zu zweit effektiv benötigt, um diesen Hang hinter mir neu anzulegen. Ich habe nun auch auf der anderen Seite den Kies aufgebracht, glatt gezogen und noch einige Deko-Elemente eingebaut. Unter anderem habe ich schon einige Sukkulenten mit angesetzt, ein kleines Steinbeet noch mit angelegt und hier oben in dem Bereich soll dann vom Kaktus, der bereits Blüten treibt, ein Absenker hier eingebaut werden. Die Bewässerung funktioniert. Die Treppe ist angelegt, mit den Steinen an der Seite abgesichert, nach oben mit Beton verfestigt. Auf der anderen Seite habe ich zu den neuen Gabionen hin die restlichen Füllsteine, die ich von meiner Gabionmauer habe, noch mit angesetzt, das Ganze mit Kies ein wenig aufgeschüttet. Ich werde hier, wenn die Elemente ihre Arbeit getan haben und das Ganze sich noch ein wenig gesackt hat, noch einmal mit Kies nachfüllen. Denn ihr seht, an einigen Stellen ist das Ganze noch offen. Das schwarze Strukturvlies schaut noch durch. Wie geht es nun weiter bei meinen Projekten? Nachdem ich den Hang fertig gebaut habe, kann ich mich den Hochbeeten widmen und hier ebenfalls die Bewässerung einbauen. Denn bisher läuft das Ganze hier noch von Hand über die Gießkanne und die Regenfässer, die den Regen auffangen. Das Wasserrohr habe ich bereits vorbereitet. Die Ventilbox ist bereits eingebaut. Hier habe ich ein Ventil für die Hochbeete und ein Ventil für den Anschluss der Heckenbewässerung, die ich ebenfalls noch einbauen möchte. Wenn ihr das alles sehen wollt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, klickt unten auf Abonnieren und ihr habt die neuen Videos automatisch in eurer Timeline stehen. Euch gefällt mein Video? Dann gebt mir jetzt den Daumen nach oben, würde mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, schaut unten in die Beschreibung. Alle Bauteile, alle Materialien habe ich euch dort verlinkt. Ich freue mich riesig auf euer Feedback. Sagt mir einfach, ob ihr auch zufrieden seid mit den Bauteilen. Was habt ihr anders gemacht? Was könnt ihr mir empfehlen? Da freue ich mich auch schon drauf, auf den Austausch mit euch. Und bis zum nächsten Video sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Ciao.